Fragst du dich, was deine Berufung ist? Möchtest du gerne endlich deinen großen Traum leben? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Am Pfingstmontag, den 29. Mai, gibt es mit mir ein kostenloses Live-Webinar zu diesem Thema in Zoom. Du kannst dich hier unter dem Video zu diesem Live-Webinar anmelden. Und ich werde dir jetzt gleich noch ein paar Tipps geben, wie du deine Berufung jetzt noch diesen Sommer auf die Wege bringen kannst. Mein Name ist Silvia Hake und ich bin seit 2014 selbstständig als HSP-Coach und als Buchautorin zu den Themen Hochsensibilität, Selbstliebe und Abgrenzung. Und ich weiß, dass das für viele da draußen auch ein großer Traum ist, ein eigenes Buch zu schreiben, ein eigenes Herzensprojekt auf den Weg zu bringen oder als Künstler und Künstlerin endlich sichtbar zu sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch aus vielen Gesprächen mit euch, dass viele wirklich große Hemmungen haben und große Ängste, endlich den nächsten Schritt zu gehen. Und wir leben in einer Zeit, in der wir sehr, sehr große Umbrüche erfahren und in der auch durch die Automatisierung immer mehr Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden. Deshalb ist das jetzt die wichtigste Zeit überhaupt, dein persönliches Genie zum Vorschein zu bringen. Und ich weiß, dass viele jetzt da wirklich Widerstand haben, schon allein bei dem Wort. Und es geht darum, deine einzigartigen Talente, die Muster deiner Seele, sichtbar werden zu lassen. Denn eines wird sich auf keinen Fall ändern. Menschen werden immer Bedürfnisse haben. Menschen werden versuchen, Probleme zu lösen. Und wir werden uns anpassen an eine neue Zeit, an eine neue Gesellschaft. Und je mehr du dir erlaubst, deine individuelle Gabe zum Leben zu wecken, umso weniger bist du austauschbar. Und das, was noch viel wichtiger ist, umso weniger bist du abhängig vom System. Lass uns doch da mal einen Blick in unser Schul- und Ausbildungssystem werfen. Ich selber habe Psychologie studiert und war dann vorher natürlich am Gymnasium. Und man wird in dieser Zeit darauf konditioniert, immer die Erwartungen anderer zu erfüllen. Da sind die Lehrpläne, da gibt es Prüfungen, da gibt es Abschlussszenarien, tonnenweise Büchermaterial, was du dir hier einhämmern musst, ja, was du zur Prüfung abspulen musst. Und das ist in jedem Beruf etwa ähnlich. Du wirst darauf ausgebildet und darauf vorbereitet, später einen bestimmten Beruf auszuüben, der wie ein Zahnrädchen in diese Gesellschaft hineinpasst. Die Arzthelferin wird zur Arzthelferin ausgebildet, ja, der LKW-Fahrer zum LKW-Fahrer, der andere, der Pädagogik studiert, wird vielleicht dann an der Schule oder an der Uni irgendwas arbeiten oder vielleicht noch einen Doktortitel machen und in die Forschung gehen. Worauf wir aber nicht vorbereitet und nicht ausgebildet werden, ist unser eigenes individuelles Profil zu entwickeln. Ja, das heißt, wir werden permanent von uns selbst, von unserer eigenen Mitte weggezogen in eine Rolle, die wir lernen zu erfüllen, in ein Schema, in das wir unser großes Bewusstsein hineinpressen. Denn das ist auch nochmal so meine klare These, keiner von uns lässt sich auf einen Beruf reduzieren und jeder von euch hat garantiert die Gabe für mindestens 3 bis 4 Berufstätigkeiten oder auch noch mehr. Das heißt, es sollte wirklich jetzt kein Beinbruch sein, wenn du vielleicht einen Job verlierst oder wenn du merkst, wow, in der Branche geht es irgendwie nicht mehr so gut. Versuche wirklich diese Flexibilität in deinem Bewusstsein zu aktivieren, dass du viel, viel mehr bist als das, was man dir in deiner Berufsausbildung beigebracht hat und dass da noch so viel mehr Potenzial in dir schlummert. Was kannst du also jetzt tun, außer dich zu dem Live-Webinar anzumelden? Mach dir wirklich nochmal Gedanken, was ist das, was du schon vielleicht jahrelang vor dir herschiebst? Was ist dein Traum? Und das Wichtigste ist wirklich jetzt einfach den ersten, nächsten logischen Schritt zu gehen, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich kann da als Buchautorin wirklich von meinen Erfahrungen auch sprechen, denn auch so ein Buchprozess ist sehr, sehr langwierig. Zuerst hast du eine Idee. Ja, ich hatte zuerst die Idee für mein Buch Hochsensibel was tun. Das war schon 2012. Ich bin manchmal geschockt. Es ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her.
Und da hatte ich diese Idee, ich möchte ein Buch schreiben, was Hochsensibilität mehr auf eine praktische Art und Weise darstellt und nicht nur irgendwelche Theorien da abhandelt. Ich möchte den Menschen mit praktischen Übungen helfen. Und ich habe dann innerhalb von 2 Jahren neben meiner Vollzeittätigkeit als Klinikpsychologin dieses Buch wirklich in meiner Freizeit geschrieben. Am Wochenende, an den Abenden, in meinem Urlaub sogar, habe ich mir extra einen Laptop gekauft, um auch im Urlaub an dem Buch arbeiten zu können. Du brauchst eine klare Vision. Du brauchst auch wie bei einem Buchprojekt die Bereitschaft, deine Ziele über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und auch die Bereitschaft, dich mit kleinen Schritten erstmal zufriedenzustellen. Wichtig ist nur, dass man nicht eben zu lange Pausen macht, die Dinge nicht zu lange auf die Bank schiebt, wie man so sagt. Weil dann ist das so, als würde die Energie nach unten sacken. Ja? Man verliert die Anbindung an sein Projekt. Die Motivation geht vielleicht runter, weil man eben zu wenig Ziele erreicht hat oder Zwischenziele auf dem Weg dahin. Und dann passiert der große Fehler bei vielen Menschen, dass ihnen dann plötzlich der Mut abhanden kommt. Ja, sie fühlen sich demotiviert von ihrer eigenen Arbeitspause und das ist dann so eine Art Selbstsabotage. Das heißt, wann immer du nicht weitergehst auf deinem Weg zu deiner Berufung, wann immer du das wieder auf die lange Bank schiebst, stehst du dir eigentlich selbst im Weg. Das heißt, das Wichtigste bei der Verwirklichung deiner Berufung ist, dass du immer kontinuierlich einen Schritt nach dem anderen machst. Und es ist auch nicht unbedingt empfehlenswert, jetzt deinen Job zu kündigen und dann nächsten Monat anzufangen, um dich dann wahnsinnig unter Druck zu setzen, dass du damit Geld verdienen musst. Nein, ich habe auch, und das empfehle ich dir genauso, wenn es möglich ist, aus der Anstellung heraus anzufangen, diese Selbstständigkeit oder diese Berufung vorzubereiten. Und selbst wenn du keine Vollzeiterwerbstätigkeit daraus machen kannst, wenn du vielleicht nicht deinen ganzen Lebensunterhalt damit verdienen kannst, kannst du dir zumindest auch ein Nebeneinkommen aufbauen und kannst immer mehr in das investieren, was du wirklich liebst, was dir wirklich ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und dann kommt dir die Arbeit auch nicht mehr wie Arbeit vor, sondern wie Spiel, wie kreatives Forschen, ein Entdeckertum. Und dann entsteht eine unheimlich starke Motivation, die dich dann, wie bei mir eben auch, an den Wochenenden einfach das weiterarbeiten lässt, weil es sich einfach nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie eine große Abenteuerreise. Und dann ist es doch besser zu sagen, ich gehe jetzt meinen Weg, auch wenn ich vielleicht noch nicht davon leben kann und ich setze mich erst gar nicht unter Druck, sondern ich gehe wirklich jetzt Schritt für Schritt und setze das Ganze um. Und wann immer du auch an einen Punkt kommst, wo du sagst, wow, da fehlen mir vielleicht die Kompetenzen, dann kommt das eigentliche Lernen. Viele sprechen ja schon lange vom lebenslangen Lernen. Das haben wir an der Uni gehört und vielleicht an der Schule. Aber was bedeutet das wirklich? Das heißt nicht, dass du ständig nochmal ein Universitätsstudium hinter dem anderen anschließt, sondern dass du in dieser Wissensgesellschaft dir genau diese Kompetenzen und diese Wissenslücken und Fähigkeiten aneignest, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu machen. Ich habe mir auch beigebracht, selber meine Videos zu schneiden. Ich habe nie an einer Filmhochschule gesessen. Ich habe mir das autodidaktisch beigebracht, mit Adobe Premiere meine Videos zu schneiden. Ich habe mir beigebracht, in WordPress meine Blogartikel selber zu schreiben und zu aktualisieren. Das sind so Dinge, wenn du etwas wirklich willst, wenn es dich wirklich interessiert, dann bringst du auch die Kraft auf. Und das hat nichts mit deiner Erfahrung in der Schule zu tun, wo du vielleicht keinen Bock hattest auf Matheunterricht oder wo dich Deutsch gelangweilt hat. Wir wurden ja als Kinder ständig gezwungen, Dinge zu lernen, die uns vielleicht gar nicht interessiert haben. Und wenn dich das konditioniert hat, dann hast du eben noch keinen Zugang gefunden zum eigenständigen Lernen. Wenn du aber eine starke Vision hast, wenn du eine Berufung in dir spürst, dann wirst du auch alle Hindernisse und Hürden auf dem Weg dahin überwinden, weil du weißt, dass dich jeder kleine Schritt deinem Ziel näher bringt. Und wenn es eben auch bedeutet, deine Komfortzone zu verlassen und nochmal als blutiger Anfänger irgendwo dazustehen, wirklich nochmal etwas von der Pike auf zu lernen, als Quereinsteiger, dann wird dir das wie ein Spaziergang vorkommen, weil es dich einfach
unglaublich interessiert. Und deswegen kann ich dir nur raten, fange heute noch an. Mache dir eine Liste. Was kannst du jetzt diese Woche tun? Was kannst du heute noch tun? Morgen, in den nächsten 7 Tagen, um deine Berufung ein kleines Stück weit mehr auf den Weg zu bringen, dass es für dich auch klarer und sichtbarer wird und dass es nicht eben immer weiter in die Zukunft hinausgeschoben wird. Denn irgendwann ist es dann doch so weit, du wirst älter, du wirst vielleicht langsamer, vielleicht wird auch die Auffassungsgabe dann langsamer, was ja viele ältere Menschen berichten. Und dann sagst du irgendwann, naja, jetzt bin ich halt zu alt, jetzt lohnt sich das nicht mehr, jetzt bereite ich mich mal auf die Rente vor. Und dann hast du deinen großen Traum verpasst und hast das Leben an dir vorbeiziehen lassen. Das ist eben deine Entscheidung, deine Verantwortung. Willst du wirklich diese Verantwortung für deinen Herzenstraum übernehmen? Willst du auch das Risiko eingehen, zu scheitern? Willst du dieses Risiko einfach umarmen, aus Liebe zu dir selbst? Und dann fang jetzt wirklich an. Und wenn du dafür noch mehr Inspirationen brauchst, melde dich jetzt an zu unserem Live-Seminar am Montag, den 29. Mai. Und dann werde ich dir live die weiteren Tipps und Tricks verraten, was du jetzt tun kannst, um mit deiner Berufung ein Stück weiterzukommen. Und da sind insbesondere diejenigen herzlich eingeladen, die auch vielleicht ein Buchprojekt planen, die irgendwo etwas Kreatives oder Soziales auf den Weg bringen wollen. Und dann sehen wir uns am Montag oder in einem neuen Video hier auf YouTube.